Hallo, willkommen aus dem Speedfit Wienerberg. Mal. Normal trainiere ich ja immer im 14. Bezirk, also was ist immer, aber ich werde jetzt öfter auch in anderen Speedfits auf jeden Fall trainieren. Heute Wienerberg mit dem Jakob. Kennt ihr bereits, Leute, vom, was haben wir trainiert? Brustrücken. Ja, Brustrücken. Eigenes Training gehabt und jo, wir machen heute Push, Leute, und werden euch jetzt richtig geil Bankdrücken zeigen. Ich habe schon ein paar Bankdrück-Videos, aber ich denke, wir heben das heute nochmal auf ein neues Level, erklären euch ein paar Dinge, die ich sonst noch nicht erklärt habe, die wahrscheinlich noch, wie, also noch, auch noch sehr, sehr wichtig sind, und rocken die Brust, oder? Chest Day Bankdrücken. Let's go. Yeah, Freunde, ich glaube, das ist mein insgesamt 10. Bankdrück-Video auf meinem Kanal, aber die sind eigentlich alle sehr, sehr lange her, deswegen wollte ich euch unbedingt nochmal Techniken zeigen bzw. Tipps geben, die ich euch auch noch nie gegeben habe, ja. Also in dem Video gehe ich nochmal sehr, sehr genau auf gewisse Dinge ein, ihr werdet das eh gleich sehen. Ich erkläre euch ein paar Dinge, die ich euch sicher noch nie erklärt habe und die sehr wichtig sind. Und Leute, alle Tipps, die ich euch jetzt dann gebe, der Jakob und ich, ja, wir erklären euch echt ein paar Dinge. Ihr müsst das umsetzen. Es bringt nichts, wenn ihr das nicht umsetzt, Leute. Das bedeutet, schaut euch das Ganze jetzt in dem Video an. Nehmt wirklich die Tipps mit. Wir haben uns hier sehr bemüht, euch wirklich gut Dinge zu erklären. Und schreibt euch das von mir aus auf, geht ins Gym und setzt das um. Weil nur so könnt ihr euch steigern in Bezug auf Bankdrücken, eure Technik verbessern, mehr Muskelreize setzen. Und mehr Muskelreize bedeutet mehr Muskelwachstum. Das ist enorm wichtig. Ja, hier haben wir schon 2 Sätze geballert, aber wir hören uns dann gleich, weil wir haben diesmal nicht alles, ich mache diesmal nicht alles per Voiceover, sondern direkt im Gym. Leute, so die wichtigsten Dinge beim Bankdrücken, ich habe schon viele Videos darüber, ja, aber ich zeige das nochmal kurz. Auf jeden Fall safe wichtig ist, dass ihr wirklich eure Schulterblätter hinten lässt. Jakob, geht kurz ein bisschen runter mit der Cam. Also, dass die Schulterblätter nicht da oben sind, Leute, sondern dass ihr die nach hinten zieht und dann drückt und die bleiben hinten. Also, wenn ihr hochdrückt, macht nicht irgendwie so, sondern die Schulterblätter bleiben hinten und ihr drückt mit der Brust. Das Ganze an den Sinn. Erstens ist die Verletzungsgefahr viel, viel geringer und zweitens drückt ihr dann wirklich mit der Brust und nicht so sehr mit der vorderen Schulter. Also Schulterblätter immer hinten an der Bank fixieren. Jakobs Ausführung ist auch der absolute Hammer, definitiv. Also wir tauschen uns da sehr, sehr ab und jo. Und hier, Leute, die Schulterblätter sind immer hinten. Also die bleiben an der Bank fixiert. Wichtig ist auch der feste Stand am Boden. Hier wackelt nichts, Leute, das ist alles fest, ja. Sauber. Also Schulterblätter, Leute, erstes Ding bei der Ausführung, die müssen wirklich hinten bleiben, an der Bank fixiert sein, ja? Was würdest du noch sagen, was wichtig ist? Ihr könnt euch das so vorstellen, wenn die Schulter quasi hinten ist, darf die niemals mit nach vorne bei der Druckbewegung, darf die niemals hier mit nach vorne wandern. Die muss genau, hinten bleiben, sondern die bleibt weil hinten. Ihr sonst einfach nicht aus der Brust rausdrückt. Und wenn das hinten bleibt, Leute, dann arbeitet wirklich die Brust, ja? Und ja, enorm wichtig. Was noch ein kleiner Tipp von mir ist, viele halten ihr Handgelenk nicht stabil und das sollte immer in einer Linie quasi mit dem Unterarm sein. Viele drehen ein wie beim Motorradfahren, ja. Geben sie Gas und drücken dann quasi mit eingedrehten Handgelenk. Erstens, Leute, Verletzungen, ja, weil es natürlich nicht gesund ist, wenn man so drückt. Aber zweitens, schaut das mal an, ihr habt ja viel weniger, ihr habt ja nicht die Kraft eigentlich unter dem Gewicht. Wenn ich so bin, drücke ich eigentlich so wirklich an dem Gewicht vorbei, wenn ich ehrlich bin. Also mein Unterarm ist neben der Stange und wenn das aber ganze gerade drunter ist, habt ihr definitiv mehr Kraft und wie gesagt weniger Verletzung.
Jakob, seine Ausführung ist auch sehr, sehr top. Worauf wir nicht eingegangen sind in dem Video, ist die Griffbreite. Deswegen erkläre ich euch das jetzt hier per Voice-Over. Wir beide greifen überhaupt nicht zu breit. Ich finde das nicht gut. Erstens, Leute, das werde ich euch eh gleich nochmal erklären, könnt ihr eure Schulter dabei leicht überdehnen. Und wir haben beide viel, viel herumprobiert, Leute. Wir trainieren beide schon mehrere Jahre. Und der Jakob ist sowieso ein Athlet, von dem ich sehr viel halte. Jakob studiert auch Sportwissenschaften. Hier erkläre ich euch das übrigens nochmal mit dem Handgelenk. Also achtet da wirklich drauf. Nicht nur, weil es ungesund ist, sondern weil ihr viel stärker seid. Weil ihr seht bei uns, unser Arm ist wirklich unter dem Gewicht und nur so habt ihr wirklich die Top-Spannung und die ganze Kraft, wie gesagt. Also ihr seid definitiv auch stärker. Wir greifen, ihr seht das nicht mal ganz mit dem kleinen Finger bei dem Ring. Ich weiß, die Stangen sind unterschiedlich, deswegen kann man das mit dem Ring jetzt nicht pauschal sagen. Aber es ist ein Griff, der nicht zu breit ist, auch nicht zu eng, aber schön, ja, ein bisschen breiter als schulterbreit. Und hier seht ihr das jetzt perfekt beim Jakob, wie seine Unterarme unter der Stange sind. Und da, Leute, habt ihr die richtige Power und ihr trefft perfekt die Brust. Und hier kann die Schulter auch überhaupt nicht überdehnen. Also ihr könnt euch bei dieser Ausführung fast nicht verletzen, Leute. Also schaut euch das bitte unbedingt, das Video von mir aus, 2-3 Mal an und setzt das so um. Vor allem dieser Satz vom Jakob war richtig perfekt. Was auch noch sehr, sehr wichtig ist, Leute, dass ihr wirklich einen festen Stand am Boden habt. Also eigentlich könnt ihr das Ganze so sehen. Wenn ihr auf der Bank liegt, ja, liegt ihr eigentlich nicht mit dem kompletten Rücken, sondern ihr liegt eigentlich oben auf den 2 Schulterblättern. Also ihr liegt wirklich auf diesen 2 Punkten, auf den 2 Schulterblättern, die ihr zurückzieht. Ja. Dann habt ihr ein leichtes Hohlkreuz und ich liege sozusagen leicht am Arsch, aber sonst stehe ich wirklich fest am Boden. Also das ist das Wichtige, ja. Also wirklich einen festen Stand haben und schaut, dass ihr da auch nicht irgendwie während ihr Bank drückt. Also ich sehe extrem viele Leute, die da die ganze Zeit mit den Füßen herumzappeln. Leute, dümmer geht es nicht, weil ihr braucht eine Körperspannung, ihr braucht einen festen Stand. Das ist enorm wichtig, dass ihr einen festen Stand haben, nicht mit den Füßen herumwackeln und auf den Schulterblättern liegen. Das ist enorm wichtig. Schulterblätter zurück, fixieren, Leute, festen Stand haben, ja, Jakob, schau mal auf die Schulter, und das sollte auch nicht da vorne irgendwo sein, es sollte nicht so da liegen, sondern zurückziehen, festen Stand haben und dann ist es auf jeden Fall top. Ja, in die Luft. Das ist die Ausführung. Nein, das sieht man auch immer wieder, Leute, die Füße quasi in die Luft geben und dann Bank drücken. Schlimmer geht es in Wirklichkeit nicht, weil du die ganze Stabilität, die du in Wirklichkeit mit der richtigen Technik aufbaust, wegnimmst. Man zieht die Energie aus dem Boden. Ja. Also echt, es gibt echt Leute, die haben die Füße in der Luft, Leute, ja. Natürlich zieht man jetzt die Energie nicht aus dem Boden. Ich denke, ihr wisst, was damit gemeint ist. Aber da ist die Stabilität, Leute. Festen Stand am Boden, dann seid ihr wirklich stabil, ihr steht auf euren Füßen, die liegen nicht so herum, sondern ihr steht wirklich drauf. Der Arsch berührt auch leicht die Bank und sonst liegt ihr noch hinten auf den Schulterblättern. Sehr schön. Easy! Sauber, Bro. Was auch noch sehr, sehr wichtig ist, Leute, schaut, dass ihr die Ellbogen nicht zu parallel habt, sozusagen. Wenn ihr so drückt, könnt ihr vor allem, ist die Verletzungsgefahr wieder sehr, sehr hoch. Also ihr könnt wirklich leicht eure Schulter überdehnen, aber ihr habt auch weniger Kraft, weil das Ziel ist es, dass wirklich euer Unterarm unter dem Gewicht ist, ja. Das bedeutet, ich würde nicht zu breit greifen. Ich greife meistens bei den Stangen mit dem kleinen Finger, der Jakob auch, beim Ring. Und dann habt ihr wirklich
ja, dann ist es für mich die perfekte Griffbreite. Mein Unterarm ist unter der Stange. Wie gesagt, die Handgelenke auch unter der Stange und dann schön hochdrücken. Und Leute, wenn ihr fragt, wieso ich so weiße Hände habe, wir haben Chalk, also so flüssige Kreide, enorm wichtig für den Grip, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Leute, die Tipps, die wir euch hier geben, ja. Jakob macht gerade noch seinen letzten Satz. Es bringt nichts, wenn ihr das Video jetzt anschaut und das nicht im Gym umsetzt, Leute. Ihr müsst da wirklich Gas geben. Das bedeutet, nehmt diese Tipps mit, schreibt euch noch auf oder so. Und dann geht wirklich ins Gym und beim nächsten Brusttraining, wenn ihr Bankdrück macht, setzt das um, übt daran. Ja? Wenn es beim ersten Mal jetzt nicht perfekt macht, ist das überhaupt kein Problem, aber ihr müsst das machen. Weil wenn viele dieses Video jetzt schauen und Bankdrücken dann sowieso wieder komplett falsch machen, und das nicht umsetzt, bringt das gar nichts. Null, Leute, ja. Das ins Gym gehen, die Sachen von mir aus jetzt aufschreiben, Leute, und umsetzen und somit wirklich Erfolge erzielen. Das ist das Ziel. Ja, ein kleiner Tipp noch von meiner Seite. Ihr könnt auch einfach eine Kamera mitnehmen, euch filmen lassen und dann die Technik einfach selber abchecken. Ihr müsst es ja nicht irgendwo hochstellen oder was weiß ich. Einfach so, um eure Technik zu überprüfen. Okay, Jakob, verabschieden wir uns von den Leuten. Hä? Profi-YouTuber. Leute, das war das Video zu Bankdrücken. Ich mach Platz für dich. Cool. Die Gains, nehmt ihr, sehe ich eigentlich schmal aus. Leute, nehmt die Tipps auf jeden Fall mit. Ja? Alles, was wir erklärt haben, Schulterblätter hinten, fester Stand am Boden, Handgelenke, Griffbreite, also setzt das wirklich um. Es bringt doch gar nichts, wenn ihr das Video anschaut, ja? Und das dann im Gym auch gar nicht umsetzt. Also das ist wirklich wichtig. Anschauen, Leute, schreibt euch die Dinge auf, probiert das im Training, setzt das wirklich um und gebt da Gas auf jeden Fall. Viel wichtiger als das Gewicht ist nämlich die richtige Technik. Wenn ihr dauerhaft irgendwelche Fehler euch weiterhin angewöhnt, kriegt man sie erstens viel schwerer raus und das große Problem dabei ist auch, desto länger man das falsch macht, desto schlimmer können Verletzungen oder extrem werden. Also ich sage in jedem Video immer Technik auf jeden Fall vor Gewicht, ja. Jakob ist auch auf jeden Fall der Meinung und schaut, dass es wirklich passt, Leute, und erst wenn das passt, könnt ihr das Gewicht steigern. Das ist enorm wichtig, weil es bringt nichts, wenn ich da jetzt viel mehr Gewicht nehme, scheiß Technik habe, Leute, ihr werdet weniger Muskelreize setzen und das ist dann weniger Muskelwachstum und jo. Leute, haut rein, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch hat, das sage ich schon. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Kommentar freuen. Daumen nach oben, wenn ihr mehr davon wollt, auch mit dem Jakob. Leute, wenn ihr mehr Videos mit dem Jakob wollt, glaubt mir, das ist das übelste Tier dieser Welt, dann schreibt das in die Kommentare, gebt einen Daumen hoch. Wir sehen uns beim nächsten Video und warte, hier oben ist gleich mein Profilbild, dort könnt ihr abonnieren für mehr Videos. Ihr seid die besten, Leute. Team David, peace.